erreicht hatten. Jetzt geht es für beide darum, auch in der nächsten Saison der zweiten Liga anzugehören. Für beide Teams geht es längst nicht mehr um den Aufstieg. Das neue Ziel heißt nicht absteigen, das heißt ein Platz unter den ersten 10. St. Pölten in Weiß und Thomas Kuntner mit der ersten großen Chance. Thomas Kuntner, 19-jähriges Talent in den Reihen von St. Pölten. Die Gerersdorfer eher enttäuschend, kommen nur selten vor das Tor von St. Pölten. Hier aber gefährlich durch Michal und Kirasic kann abwehren. Das letzte Aufgebot von Trainer Walter Skocic, Blitzenetz gesperrt und Detteri erkrankt, schlägt sich aber hervorragend. 32. Minute, Handspiel von Skokan, Elfmeter, ein Fall für Leopold Rotter. Und es heißt 1:0 für St. Pölten. Ähnliches Bild dann in der zweiten Hälfte, kluge Raumaufteilung bei den St. Pöltnern. Kircher, Kuntner und Arzberger. Trainer Kurt Gager kann mit seiner Mannschaft nicht zufrieden sein und trotzdem eine Viertelstunde vor dem Ende 1:1 Ilarionov. Gerersdorf holt in St. Pölten ein schmeichelhaftes 1:1. Friedliche Punkteteilung nach einem recht guten Zweitligamatch. So, zwei Spiele haben wir gesehen. Schauen wir uns die weiteren Resultate an. Hartberg Vorwärtssteier 0:2, Braunau gegen Eintracht Wels 1:0, Kottingbrunn gegen Spital 2:3, Stockerau Wattens 0:2.